Jo, hallo. Recht herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Container, alles sicher oder was? Es soll einen groben Überblick geben, was uns für Probleme erreichen können, wenn wir Container sowie Docker einsetzen, auf was man ein bisschen achten muss, besonders wenn man es in produktivem Einsatz hat. Es kratzt an der Oberfläche, wie ich schon heute mehrfach gesagt habe. Gut, zu meiner Person, mein Name ist Martin Maurer, ich bin Web Operations Engineer und arbeite mit Linux seit 97. Derzeit bin ich bei der Netconomy beschäftigt. Kurz, was wollen wir durchgehen? Was sind Containers? Das streife ich nur ganz kurz. Dann, warum verwendet man Container? Dann, wie sicher sind Container? Da ein bisschen was, wie kann man die gleich sicherer machen? Man kann Container scannen, also quasi das Antiviren-Tool auf Docker oder Container prinzipiell drauf geben. Wie gut funktioniert das und was sind da so Möglichkeiten? Und dann noch, woher kann man sich die Images holen, denen man traut? Ich meine natürlich die, was man selber baut, das ist ganz klar, aber man hat auch andere Möglichkeiten, wie wir alle wissen, und welchen kann man dann trauen, beziehungsweise was sind so eventuelle Kriterien, wie man denen vertrauen kann. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen. Gut, was sind Container? Container sind prinzipiell nichts anderes als mehrere Prozesse, die miteinander isoliert in einem vom Rest des Systems laufen, mit einem Set of Libraries, damit halt eine Applikation oder ein Prozess schön funktioniert. Was ist der Vorteil von Containern gegenüber virtuellen Maschinen? Man hat eben keine komplette virtuelle Maschine, man hat keinen Hypervisor, man braucht keine virtuelle Hardware emulieren, die dann auch wieder Probleme machen kann, sondern man kann zum Beispiel, wie es in einem Kubernetes-Cluster klassisch der Fall ist, man hat unten eine ganz winzige Schicht an abgespecktes Host-OS-System, dann Kubernetes, die Container, die also alle Daemons, und da drauf laufen dann die einzelnen Docker-Container oder Container generell. Das sind einmal die großen Vorteile. Nur ein paar, was sind so typische Vertreter von Containern? Docker ist in aller Munde. Es gibt aber auch andere Systeme, so LXC, LXD, RKT. Also es gibt sehr, sehr viele Ansätze, wie man Container verwenden kann. Bekannteste ist Docker. Meine Beispiele werden sich hauptsächlich auf Docker beziehen, wobei ich die meisten Sachen mal sehr, sehr allgemein beantworten kann. Und dann, wo sind Container besonders wichtig? Also man kann natürlich einen Docker auf einen Single-Host-Server draufschmeißen und sagen, okay, die Applikation, die ist ziemlich kompliziert zum Installieren, die möchte ich als Docker-Image laufen lassen, und sonst läuft alles mit einer klassischen Umgebung. Das, was aber die meisten verwenden, Container in einer Orchestrierungslösung, so wie Docker Swarm oder Kubernetes, die haben dann auch wieder ihre eigenen Sicherheitsprobleme, auf die gehe ich jetzt nicht so ein, sondern nur rein, was geht es um den einzelnen Container, wie kriegt man den einigermaßen sicher. Nur kurzer Ausflug, warum man Container verwendet, also cool, ja, es ist ein Passwort, man kann sehr, sehr schnell sie von einer Applikation, von einem GitHub zum Beispiel, oder von Docker, vom Docker Hub hier Image ziehen und in 2 Minuten einen MySQL-Server am Start haben. Oder WordPress oder Typo 3 oder sonst irgendwas. Also man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, dass man ganz, ganz schnell die Sachen zum Laufen bringt. Das heißt noch nicht, dass man alles verstanden hat. Aber es ist eine Möglichkeit, dass man
Container oder Software sehr schnell auf ein System deployen kann und man hat es eigentlich immer gleich deployed. Also wenn man einen Container gebaut hat mit seiner Applikation, was weiß ich, ich habe einen Nginx, wo ein Reverse-Proxy draufläuft, die Konfiguration kann ich in einem Container einbauen, läuft immer gleich und dahinter läuft eine Web-Applikation, die mir, was weiß ich, die Web-Applikation wird mit PHP und was weiß ich was gebaut. Dort können wir die Entwickler bauen, der Docker-Container, den kann über die normale Pipeline getestet werden und ich kann das sehr sauber und schnell auf x-beliebigen Systemen deployen. Also als Deploy-Mechanismus extrem super. Ich kann das Ding extrem schnell wieder löschen, also einen Container gelöscht und ich habe vielleicht bis auf ein paar System-Control-Files, also Messages, keine Spuren hinterlassen. Das heißt, ich kann mein System relativ schnell wieder sauber kriegen, im Gegensatz dazu, wenn ich von einer Distribution jetzt MySQL oder MariaDB oder sonst irgendwas installiere. Das zum Deinstallieren, da werde ich immer irgendwo Konfigurationsfiles übrig haben und die möchte ich vielleicht nicht haben, weil wir die dann irgendwann später mal ein Problem machen können. Es ist reproduzierbar, sprich, den Container, der läuft mehr oder weniger überall gleich. Und er ist nicht distributionsabhängig. Wer das erlebt hat, was weiß ich, ich brauche Node.js für meine Web-Applikation, verwende Debian als Server und ja, Node.js wird halt dann nicht in der Version angeboten, die ich bereichere oder die meine Entwickler fordern. Dann habe ich ein Problem und das Problem kann ich entschiffen mit Docker, indem ich einen Docker-Container mit dem Zeug drauf laufen lasse und dort deploye. Das heißt, ich mache mir ein bisschen von der Distribution unabhängig und kann verschiedene Sachen schneller zum Start bringen. Und es ist relativ leicht zum Upgraden, weil ich ziehe mir einen neuen Container vorne hoch und wenn sich an der Konfiguration nicht allzu viel geändert hat, dann sollte das Ding wieder laufen. Das, was wichtig ist noch, was man mit Containern sehr gut machen kann, einen Container für einen Prozess machen, so wie man bei virtuellen Maschinen auch gesagt hat, man sollte eine virtuelle Maschine für einen Anwendungsfall machen. Das heißt, wenn ich jetzt eine klassische Umgebung habe mit einer Web-Applikation, die hat irgendwo ein Frontend, also ein Reverse-Proxy, dann irgendwo ein Caching-Mechanismus und dahinter ist das Backend und dann nur dahinter ist eine Datenbank, dann habe ich halt dann vier Server klassisch laufen, sodass ich, wenn ich die Applikation jetzt stärken will oder die Backends 3, 4 haben will, damit ich einfach einen größeren Durchsatz zusammenbringe, das kann ich dann machen. Das Gleiche sollte ich auch beim Docker oder Containern machen. Das heißt, einen Container für einen Prozess machen und möglichst das so schön aufteilen. Gut, wenn man aber Container macht, dann muss man sich darauf bewusst sein, dass das manchmal komplizierter wird. Das heißt, manchmal kann man Sachen, die was man klassisch sehr, sehr einfach macht, werden dann vielleicht ein bisschen schwieriger. Als Beispiel, ich habe einen Greylog und dem Greylog habe ich beibringen müssen, dass er den E-Mail-Server nicht den Standard-System-Mail-Relay habe, sondern halt einen anderen. Und ja, bis ich das dem beibracht habe, dass das auch wirklich die Config übernommen hat, bei jedem Neustart, dann hat es da halt ein bisschen länger gedauert. Das, was im klassischen Fall, okay, du findest die Mail-Config im System und es wird dir angeboten. Das sind so Downsizes, also sind so kleine Beispiele, manchmal oder mit Benutzerberechtigungen in einem Docker-Container, wenn man die falsch setzt irgendwo oder wenn man mehrere User haben wie mit Gruppen, die auf ein Filesystem zugreifen und so und der Docker-Container sollte drauf, also im Docker-Container läuft zum Beispiel Applikation, die jetzt auf dieses System zugreifen soll, soll ich das mit einer bestimmten Berechtigung machen, also nicht als Root, weil eh schon wissen, ist nicht so immer geschickt und die an diesen Files was manipulieren und das dann wieder zurückschreiben, sodass wer andere drauf schreiben kann. Das ist manchmal ein bisschen trickreich, dass man die richtigen Berechtigungen findet und die richtigen Berechtigungen für alle Projekte macht. Weil
weil wir den Container öfters verwenden, dass man das sauber macht. Was ich auch schon gesehen habe, ist, dass man, Legacy-Applications mit Docker laufen lässt. Das ist auch eine Möglichkeit. Probleme, nur jedes Problem, das was man hat, security-mäßig, wird man damit nicht erschlagen. Also man kann es eine Zeit lang länger laufen lassen, aber ja. Ach ja. Und up-to-date. Dass man das Zeug als up-to-date hält. Das heißt, dass man vom Basis-Image anfängt. Ich weiß nicht, wer jetzt beim vorigen Vortrag dabei war, aber Docker, man verwendet meistens ein Basis-Image und baut dann seine Applikationen drauf. Es wäre nett, wenn das Basis-Image auch immer aktuell ist. Und wenn ich jetzt so Docker laufen lasse und meine Docker-Container gebaut habe, dass ich das Betriebssystem patchen, also das Host-System patchen muss, das weiß ich noch, dass ich dann die Docker-Container auch alle patchen müsste, sprich, ich müsste es neu bauen, das vergisst man ganz gern, weil das läuft eh in einem Container. Ich sollte keine Probleme haben, aber wenn der Container selber, was weiß ich, eine Web-Applikation in dem Container läuft und ich da habe da ein Security-Problem, das heißt, dass er, dass er ins, in den Container reinkommt, vom Container aufs Host-System, ist dann meistens nicht mehr so ein großer Sprung. Also es kommt immer darauf an, was für eine Anwendung ich laufen lasse und wo ich die laufen lasse, aber ich gehe mal davon aus, dass irgendjemand zurückkommt, den Docker-Container knackt, reinkommt und dann findet er irgendeinen Weg, dass er aufs Host-System kommt. Weil der Layer dazwischen, also das ist nicht immer die große Schicht. Es reicht ja, wenn der Container irgendwo Schreiberechte hat, dann lege ich dort eine ausführbare Datei hin. Und dann suche ich mir einen anderen Weg, wie ich die ausführbare Datei dann starte. Ist nicht so die Tragik. Deswegen sage ich es, ich sollte meine Container aktuell halten. Gut, gehen wir gleich ins nächste. Also, wie kann man jetzt diese Container sicher halten? Das Wichtigste ist einmal, dass man den Host richtig sauber läuft. Also, der Host sollte mal aktuell sein. Ich weiß, bei Produktivsystemen ist das immer schwierig, weil, wenn man einen Host upgradet, man muss meistens irgendwann doch einmal rebooten, oder sollte man es zumindest. Ist aber trotzdem, also was weiß ich, zumindest alle 3 Monate, dass man ein richtiges Produktivsystem einmal sauber patcht, war günstig. Dann sind die Container einmal relativ sicher. Das heißt, alle Probleme, die was man am Hostsystem hat, hat man mehr oder weniger in die Container auch drin. Dass man die Container-Engine an einem Netzwerk-Socket laufen lässt. Ja, prinzipiell ist so, alles, was man erreichen kann von außen, ist angreifbar. Und wenn man nicht genau überlegt, was ich dort jetzt exposen will, dann habe ich halt dann Sachen exposed, die vielleicht nicht so geschickt sind. Klassischer Fall, ich habe wieder meine Web-Applikation, eine Datenbank, und ich habe die Datenbank auf einem eigenen Server laufen und ich tue den eigenen Server, ich habe halt den MySQL-Port dann zu weit exposed. Blöderweise, weil ich halt nicht mehr dran gedacht habe. Und Container, also zumindest das. Der Container-Daemon läuft meistens als Root, beziehungsweise braucht System Privileges, damit er laufen kann und damit er auf das alles zugreifen kann, was er braucht, also die Ressourcen, dass er Temp-File-System anlegt und sonstige Sachen. Da ist jetzt so ein kleines Beispiel, das ist jetzt klassisch mit Docker. Es ist nicht günstig, wenn jetzt Docker Host exportiert den 8080, sondern sage, okay, ich lasse den auf einem Unix-Socket laufen und damit ist das Zeug ein bisschen sicherer. Gut.
Das, was auch recht häufig gemacht wird, ist, dass man den Docker-Socket in den Container rein mountet. Weil dann ist gerade das, was ich zuerst gesagt habe, wenn man in den Docker-Container reinkommt, dann hat man mehr oder weniger das ganze Hostsystem offen. Und auf dem Hostsystem laufen dann vielleicht nicht nur ein Service wie auf einer virtuellen Maschine, sondern halt 20 Services als Docker-Container, weil halt das praktisch ist und ich kann die Hardware besser ausnutzen, performancemäßig, aber dann muss ich mir halt dann überlegen, okay, wenn ich das so mache, dann, und einer meiner Container ist exposed, ein Angreifer kommt auf das System drauf, dann sind prinzipiell alle meine anderen Systeme auch, wie soll ich sagen, ich muss einmal überprüfen zumindest, was ich damit mache. Wann ist das besonders gefährlich, wenn ich es mit Automatisierungstools mache, wie zum Beispiel Jenkins? Den Jenkins lässt man gern als Root laufen, damit er Subprozesse, also seine Worker laufen lassen kann, die nicht in dem Container laufen. Und wenn ich das tue, dann muss ich dem Jenkins-User sozusagen sehr, sehr viele Rechte geben. Und ja, damit ist es günstig, wenn ich dann diesen Jenkins nicht irgendwo exposed laufen lasse, sondern zumindest das dann in einem eigenen Bereich abgeschottet im Netzwerk laufen lassen kann, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass ich das auf das zugreife, nicht das Problem ist. Und besonders, wenn ich solche Sachen mache wie Jenkins, dann habe ich irgendwo ein Pipeline dahinter, das heißt, dort wird Code ausgecheckt, umgebaut, gebildet. Und wenn ich dort das exposed und jemand darauf zugreifen kann, habe ich natürlich auch wieder sehr schöne Effekte. Dann Privileged Containers laufen lassen, das ist auch so etwas, das was man nicht machen sollte. Eben wie gesagt, je weiter ihr ein Container als System Zugriff auf alles gibt, desto eher passiert mir das, dass wenn ein Container mal exposed ist oder ich habe mal einen schlechten Container unter Anführungszeichen geholt, was weiß ich, es hat früher den Fall gegeben, dass man Docker-Container mit einer kleinen Mining-Application drin laufen lassen hat. Ja, ich meine, es ist okay, wenn ich genug Kohle habe, dass ich meinen Strom wer anderer zahlt. Aber ich weiß nicht, ob das so lustig ist, dass wer für mich meint. Das heißt, so laufen lassen, dass man es nicht als privileged laufen lässt, sondern dass man einem wirklich nur die Capabilities gibt von Linux, die notwendig sind, dass der Docker das machen kann, was er sollen kann. Ich weiß nicht, wer von euch mit Capabilities schon mal gearbeitet hat. Okay, einsames Nicken. Ich kann mit Capabilities kann ich wunderschön einem privilegierten Dienst Sachen wegnehmen. Wie zum Beispiel, ich kann ihm das Netzwerkfeature wegnehmen oder ich kann ihm wegnehmen Sachen, dass er in bestimmte Filesysteme schreiben kann, dass er bestimmte Sachen angreifen kann. Das kann ich ihm alles wegnehmen. Wenn man damit einmal den Container richtig schön einschränkt, dann hat man die Chance, dass wenn irgendwas passiert mit dem Container, er nur noch das machen darf, was er soll. Und nicht irgendwelche Flaws hat, die was man drauf kommt. Klassisch, das was eh schon sehr, sehr oft erwähnt ist, ich lasse irgendwas laufen, ich lasse das im Container laufen und ich lasse dann als Root-User laufen. Also das ist etwas, das was ich nicht machen sollte. Das ist also wieder ein kleines Beispiel dazu, womit ich mir schön etwas ausschalten kann. Günstig ist, baut einen eigenen User und eine Gruppe, also man gibt dem User unter dem im Docker-Container, was laufen soll, eine eigene UID und ein Git.
am besten numerisch, damit man dann das Betriebssystem, also damit man dann weiß, welches das ist, weil zwei Namen sind blöd, also die Gruppen-ID bleibt immer die gleiche. Und wenn der Docker-Container sich entscheidet beim Bild, ja, ich nehme jetzt 1000, ist eine schöne Zahl, aber ich habe halt irgendeinen anderen Dienst am Host laufen, der mit der gleichen User-ID läuft und das ist halt blöd. Also macht man das so, man gibt es einem numerisch mit und damit kann man einem das schön abgewöhnen und dem System und Host-System kann ich, wenn ich hoch genug Nummern nehme, weiß ich, dass die nicht belegt sind. Beziehungsweise kann ich es nachschauen. Die UID kann ich einem direkt im Config-File angeben. Genau. Also das würde ich so machen, weil dann habe ich immer den gleichen. Ich kann es natürlich ich kann es auch als Kommandoparameter, als Environment-Parameter übergeben. Das geht auch. Ist nur dann die Run-Parameter werden immer größer. Also ich würde so viel wie möglich ins Environment übernehmen. Besonders in dem Hinblick, dass ich solche Sachen, dass ich Container eher automatisiert bauen will. Ja, ich muss das Config-File ändern und dann baue ich es nicht. Es kommt darauf an, wenn ich jetzt nur Container nehme, also ich nehme fertige Images, dann muss ich schauen, wie das, also dann werde ich dann nicht so viele Varianten haben und dann kann ich es vielleicht auch nicht machen. Kommt darauf an, wie viel ich gewillt bin, dass ich da dran selber herumbastle. Aber prinzipiell ist es immer gut, wenn das Zeug nicht als Root-User läuft. Besonders dann, wenn ihr irgendwo, nachdem ja Container per se stateless sind, wenn ich irgendwo dann ein State-Full-Set haben will, das heißt, irgendwo irgendwelche Daten irgendwo hinspeichern will, also aufs Filesystem oder NFS oder sonst irgendwas, dann ist günstig, wenn ich weiß, welche User-Permissions das hat, damit ich ihm das richtig geben kann und nicht, dass ich dem Filesystem sage, ja, jeder darf schreiben, weil ich weiß ja nicht, mit welchem User er daherkommt. Gut. Container kann man sich natürlich selber basteln, selber bauen. Man wird hauptsächlich aber, oder zumindest die meisten Erstanwender, werden sich einmal die Images ziehen von Public Registries. Da schauen, ja, also wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, da haben sie einmal ein bisschen was gefunden. Crypto Mining, super. Solange er nur Crypto Mining tut, ist ja okay. Sobald er die Bankdaten oder sonst irgendwas pischt, weil er sagt, ja okay, ich baue jetzt mein Firefox lasse jetzt in einem Docker laufen, weil es so sicher ist und ich mache mit dem Online-Banking. Ja. Wie gesagt, man weiß nicht immer, was jetzt in dem Container alles läuft, welche Prozesse laufen und die wenigsten machen ein wirkliches Scanning davor, bevor sie es einsetzen. Das heißt, das, was man schauen sollte, von wem kommen öffentliche Container, öffentliche Images, wer baut das, ist der vertrauenswürdig oder nicht. Genauso schauen, wer sind die signiert oder nicht und wie alt sind die Dinge. Wenn ich einen Docker-Container finde von 2016 und seitdem hat sich ein bisschen was dann in unserer IT, dann weiß ich, dass die zumindest das Base-Image ziemlich alt ist. Das heißt, ich würde schauen, dass ich das Compose-File von dem finde, das Compose-File kopieren, ein neues Base-Image nehmen, mir das neu bauen und dann habe ich zumindest einmal mit einem minimalen Aufwand aktuelles Image. Gut. Dann, wenn ich Container in größeren Umfeld aufsetze und gerade wenn ich Sachen deployen will, dann sollte ich die Container auch scannen. Da hat sich in den letzten Jahren ein gewaltiger Markt entwickelt.
Es gibt leider, also ich habe nur zwei Open-Source-Tools gefunden, die das auch können. Aber ja, also prinzipiell sollte man mal die Static Application Security Testing machen. Für Web-Applikationen sollte man das auch also dynamisch überprüfen, mit Interaktion. Also man sollte sich wirkliche Testfälle schreiben, schauen, was passiert, ob das Zeug alles funktioniert, bevor ich die Container wirklich ausrolle. Es klingt zwar so, dass das so State of the Art ist, dass man das, also ich weiß, in der idealen Entwicklungswelt tut man alles testen und überprüfen und ausrollen und blöderweise verlangt immer der Kunde, dass man ganz, ganz schnell ist und es muss eh alles gesichert sein, weil Probleme hat man immer selber verursacht. Das heißt, man sollte zumindest sich Strategien überlegen, wenn man Container in größerem Umfeld ausliefert, dass man weiß, es gibt sowas wie, dass man es kennt, man schaut, dass man die Open-Source-Libraries, die was man wahrscheinlich in einem Container verwendet hat, dass die auf aktuellem Stand sind. Und dazu kann man halt das schön scannen und dann, wenn man da ein nettes CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery Tool hat und wenn man das in der Pipeline dort einbaut, dann sollten einem zumindest grobe Verstöße auffallen. Es gibt bei OWASP.org eine nette Seite über Vulnerability Scanning Tools. Ich habe da mal zwei rausgenommen, die ganz nett ausschauen. Ich selber habe es noch nicht getestet, aber prinzipiell sind es so Tools, die nach bestem Wissen und Gewissen die Dinge überprüfen können. Und es ist günstig, wenn man mal zumindest andenkt, sollte man Container in der Produktion verwenden, dass man irgendwo die Sachen einmal überprüft, ob sie tatsächlich das machen, was sollen. Im Prinzip dann in erster Linie dann so mal testen, sind die Libraries auf dem aktuellen Stand. Gibt es bekannte Lücken da drin? Beim dynamischen Testen wird irgendwas nachgeladen und wenn was nachgeladen wird, passt das alles. Node.js, also solche Sachen testen, auf was auch augenscheinlich ist. Das, was man natürlich dann sonst noch probieren kann, Standard-Tests machen, welche Header werden gesetzt bei einer Web-Applikation, welche Header scheinen auf, sind die irgendwie problematisch oder nicht. Also, die Frage war, weil mir gerade der Kollege aufmerksam gemacht hat, was die Tools scannen. Also hauptsächlich scannen sie, gibt es irgendwo veraltete Bibliotheken, gibt es irgendwo veraltete Kernels, die nicht gepatcht sind. Also Kernels, Images, Sachen, die was drin laufen, die was bekannt unsicher sind. Und da gibt es meistens eine dreifarbige Skala, gelb, also grün, gelb und orange und rot. Man muss dann mit dem Ergebnis selbst abschätzen lernen, was man macht. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass ich komplett ohne den einen oder anderen roten Balken ein System habe. Einfach deshalb, weil man meistens nicht die Zeit hat, dass man alle Container selber baut und von manchen Containern oder manche Anwendungen einfach nicht auf dem aktuellsten Stand sind. Dann muss man halt schauen und warten. Beziehungsweise man muss dann, wenn die neueste Version ist, halt zuerst einmal testen, ob der Container das kann, was man machen will. Also, oder machen soll, oder ob man neue Probleme aufkauft. Ja, das, was ich auch schon so erwähnt habe, welchen Images kann man trauen? Prinzipiell, sage ich mal, ist es gut, wenn man zu den großen Plattformen geht, sich dort die Sachen anschaut, dort schaut, wer hat viele Downloads, wer hat gute Kommentare, dass das auch funktioniert und wer legt alles offen,
schaut mal ganz kurz rein, wenn es in GitLab oder in GitHub offenes Projekt ist, schaut euch die Config-Files an, was tut denn das Ding überhaupt, was baut denn das, was nimmt er als Base-Image, und dann kann man schon mal ein bisschen abschätzen, was der tut. Also wenn der ein Base-Image nimmt, das was schon uralt ist, dann würde ich mal sagen, okay, schauen wir mal, was man machen kann damit. Also Compose-Files anschauen, schauen, wie oft wird das abgedatet, dieses Base-Image, also dieses Image. Prinzipiell sollte es zumindest so sein, dass man sie ein Image, also latest ist immer eine gute Idee, wenn man das sie beim Anfang das mit latest macht. Dann sollte man nur, wenn man es in der Produktion eingesetzt hat, mit einer Version pinnen, damit man dann kontrolliert das updaten kann. Also, was weiß ich, ich habe Nginx in der Version 13.5.2 im Einsatz, und bevor ich auf 13.5.3 upgrade, schauen wir, teste das einmal, tut er das alles noch, was er sollte, oder hat sich irgendwas geändert. Das weiß ich nicht. Das hängt dann davon ab und das muss man überprüfen. Das, was halt auch ist, was ich heute gelesen habe, dass jemand sich bei Docker Hub Zugriff gemacht hat und jetzt sind ein paar Docker-Image, also ein paar User davon betroffen. Und ja, sowas kann immer passieren. Das heißt, wenn sowas passiert, dann weiß man, dass man seine Container mal überprüfen muss. Weil 190.000 User heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass einer von meinen Containern oder Images betroffen ist, da ist. Und wie gesagt, man sollte nicht vertrauen immer darauf, dass man dann benachrichtigt wird. Das ist halt auch etwas, das man als für Security wichtig ist, dass man halt nachschaut, dass das seine Quellen, seine News, jeder hat das, dass man da was findet. Gut, das habe ich bei Fefe gefunden heute in der Früh. Aber ja, wie gesagt, es gibt für viele Sachen viele Lösungen. Gut, gibt es außer da noch andere Fragen, die ich beantworten kann? Wenn aus dem Container ausgebrochen wird, mit welchem User-Kontext würde das dann laufen auf dem Host-System? Bei Docker zum Beispiel läuft der System, lässt der User-Server meistens als Root. Also der hat privilegierte Rechte. Ob er jetzt komplette Root-Rechte hat, nein, das hat er nicht. Also er hat nicht immer komplette Root-Rechte, je nachdem wie ich es installiere und wie die Distribution, wo ich mir das Docker jetzt Image baue, wie sie das bauen. Also das ist unterschiedlich. Aber er hat privilegierte Rechte und ich bin mir nie ganz sicher, dass mein System nicht irgendwelche anderen Rechte hat. Wenn ich jetzt das schaffe, dass ich den User oder die über Capabilities zum Beispiel den Docker-Container noch weiter einschränke, sodass er noch weniger Rechte hat, dann bin ich natürlich auf der besseren Seite. Nur das ist halt aufwendig und wird in den wenigsten Fällen gemacht. Okay. Sonst noch Fragen? Wenn nein, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche nur einen weiteren angenehmen Verlauf.